Ja, ja. Schon wieder mehr. Wolfsberger. Wolfsberger. Die Spielberger Scherzbuben. Aber, liebes Publikum, keine Angst. Wir werden heute nicht über Politik reden. Na, sicher nicht. Wir werden heute drüber singen. Ja, genau. Weil wir zwei haben festgestellt, dass jeder Politiker ein Lieblingslied hat. Und wir haben unsere Politiker interviewt und auf die Fragen von uns haben sie in der jeweiligen Melodie, aber halt mit einem ganz konkreten Text geantwortet. Ja, und wir möchten euch heute erzählen, was im vorigen Jahr so auf der österreichischen Politbühne angespielt hat. Und das wird dann in etwa so klingen, also ungefähr so. In einem wunderschönen Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, da war ein Blauer sehr bekannt, von ihm sprach jeder weit und breit. Und dieser Blaue, den ich meine, nennt sich Strache, kleiner, frecher, stummer Hatze Strache, Strache, einst ein großer Mann. Jetzt sieht keiner mehr ihn an. Er musste seinen Platz als Vizekanzler räumen. Von Späßen kann er weiterhin nur träumen. Er war zu sehr abgehoben. Strache, Strache, Strache ist nun vom Fenster weg. Ja. Aber damals, wie in der Regierung noch alles in Ordnung war, da haben wir in Herrn Strache einmal gefragt, Herr Vizekanzler, was war Ihr größter Wunsch in Ihrem politischen Leben? Und drauf hat der Strache gesagt, einmal Bundeskanzler sein, ach, wie wäre das wohl fein, könnt vieles tun, was ich als kleiner Mann versäumt. Mächtig herrschen auf der Welt und die Taschen voller Geld, davon hab ich schon als kleiner Bub geträumt. Aber das war nicht sein einziger Traum, den er gehabt hat. Nämlich auf die Frage, wo er denn am liebsten Urlaub macht, hat er ein Lächeln aufgesetzt und hat gesagt, ich hab nen Bungalow in Sander nirgendwo, da flieg ich jeden Sommerurlaub hin und dort vergnüge ich mich, schütt mit mir Wodka rein, bis ziemlich stark besoffen ich dann bin. Lach mir eine Russin an und amüsier mich dann und rede furchtbar blöde vor mich hin. Verkaufe die Krone und das Haus, wo ich wohne, und am Ende war die Politkarriere hin. Ja, und das war dann Ibiza. Aber auf Ibiza, da war der Strache ja gar nicht alleinig. Da hat er nämlich einen grandiosen Höfer mitgehabt, der ist aber mittlerweile auch schon weg vom Fenster. Gutenus, Gutenus, der tappte in die Mausefalle dort auf Ibiza. Gutenus, Gutenus, der hatte keine Ahnung, was mit ihm vor Ort geschah. Er hat versucht, für Strache auf Russisch zu übersetzen, doch dieser tat ihm wieder viel zu hastig schwätzen. Er hat mit den Händen heftig gestikuliert, das hat die Russin nur verwirrt. Naja, und dann war es soweit, der Kurz hat die Regierung auflösen müssen
und überraschend Neuwahlen angesetzt. Und das war für so manchen natürlich nicht sehr vorteilhaft. Nein. Am blödesten erwischt hat es dabei den Pilz. Der hat aber mit seiner langjährigen Politerfahrung in seiner bekannt ruhigen Art dann zu uns gesagt: Muss ich denn aus dem Parlament hinaus? Parlament hinaus ist die schöne Zeit vorbei. Drei Jahrzehnte war ich drin, doch das Volk will mich hinaus. Volk will mich hinaus, das gute Leben ist jetzt dahin. Ich hab viel geschafft, mit aller Kraft hab ich für Österreich gekämpft. Doch mit jetzt ist's vorbei und mir tut's ein bisserl weh. Wenn ich nun mehr geh, ist die Freude schon gedämpft. Ja. Und das war's dann für jetzt. Und ein Aufschrei geht durchs Parlament. Neos, ihr habt jetzt Platz. Neos, ihr habt jetzt Platz. Der Pilz war manchmal zu verträumt und hat jetzt einen Sitz geräumt. Neos, ihr habt jetzt Platz. Und jetzt kommt es erst richtig dick, denn die Grünen sind nach langer Zeit wieder zurück im Parlament und nehmen dort gleich wieder als Regierungsmitglied Platz. Das haben wir ganz sicher gebraucht, aber viele haben das offensichtlich so wollen. Nur, wenn ihr euch erinnert, vor Jahren hat der Haufer schon einmal gesagt, ihr werdet noch sehen, was alles möglich ist. Ja, ja, so grün, grün, grün ist es jetzt im Parlament. Mit viel Menschen voll, die noch keiner kennt. Doch wartet ab, bis die sich haben etabliert. Und dann wird abkassiert. Denn jeder, der am Druck die Möglichkeiten hat, lässt die Chance nicht aus. Und er frisst sich satt, da bleiben auch die Grünen nicht davor verschont. Und bald sind sie es gewohnt. Ja, und nach den beiden größten Wahlniederlagen der SPÖ bei der Nationalrats- und bei der Landtagswahl, da haben wir die Parteichefin, die Pamela Rendi-Wagner, und den damaligen Landesvize in Schickhaufer von Michi gefragt, ob sie eine Gründe haben für die Wahlschlappen, was da passiert ist. Und die haben geantwortet im Duett: Ich hab verloren, wer nur einer verlieren kann, der kein gescheites Konzept nicht hat. Oh, ich genier mich nicht, hab euch alles gegeben. Ich hab verloren, wie nur einer verlieren kann, wenn man nicht auf die Wähler schaut. Und dafür genier ich mich, hab euch nicht alles gegeben. Spül mal zusammen!